Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pineview Drive. Leute, für mich ist jetzt wieder eine neue Aufnahmesession. Es ist jetzt eine Woche vergangen und also ich habe mich jetzt im Vorhinein schon echt gefreut. Ja, ich habe mich wirklich, eigentlich wirklich gefreut über das Spiel aufs Aufnehmen. Und dann habe ich es gestartet. Und dann ist der Warnhinweis gekommen, dann, ne? Dass man das Spiel, also sie spielen das Spiel auf eigene Gefahr und Herz-Kreislauf-Störungen, also Leute, die das haben, sollen das nicht spielen. Und dann haben wir eigentlich einfach nur gedacht, warum spielst du das? Warum tust du dir das an? Aber, naja, das Blöde ist, ich habe jetzt schon eine Folge auf meinem Kanal, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade aufnehme, habe ich die erste Folge veröffentlicht und jetzt gibt es halt kein Zurück mehr, ne? Und jetzt muss ich das durchziehen. Und ja, naja, gut. Wir spielen einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch immer nicht, ob das gut ist. Hey, was? Ich hab keinen Schlüssel? Warum hab ich keinen Schlüssel? Warum hab ich keinen Schlüssel? Das irritiert mich jetzt. Moment. Ich weiß leider nicht mehr, wo die letzte Tür, was wir aufgemacht haben. Aber war das zufällig die Tür? Na, dann war es unten. Oh, es wird schon wieder dunkel. Das ist so unfair. Mach, also das ist so unfair. Ich fühl mich so unfair behandelt. Hey, da war gerade was beim Fenster, oder? Ah, nein, es sind nur Blätter. War das die? Oh shit! Ich hab den Clown vergessen. Der Clown. Das sind die Streichhölzer. Am wenigsten sind kein Schlüssel oder so. Mein Alter, bleib! Bleib du sitzen, Yvandi. Klatsch die nieder. Da ist so ein Fernseher, den ich nicht benutzen mag. Aus Gründen. Oh, es wird schon wieder so finster. Das ist so scheiße. Ja, aber ein Streichhölzer. Schritte, ich höre Schritte. Wenn das der Clown ist. Da ist die Oh Gott, das ist jetzt schon richtig scheiße, weil, ne? Ich kann die Fernbedienung, was da am Tisch liegt, da drüben, benutzen. Und das ist dann, man kennt das aus so einem Horrorfilm, ist das The Ring? Ich habe The Ring selber nicht gesehen, aber man kennt... Scheiß Clown. Aber man kennt halt diese... Und man kennt halt die Szene, oder? Wo die... Oh, du Kack-Clown, Alter! Mach mich nicht so fertig! Alter, magst du mir jetzt nicht sagen, dass das Telefon klingelt? Wer ruft denn dann? Es ist schon wieder so finster. Es ist so kacke. Oh. Hallo? Oh, ich schreck mich über... Jedes... Ich muss jetzt echt jedes Telefon das suchen. Ich war halt... Okay, man muss jetzt horchen, Leute. Okay, wir sind noch dran.
Hallo? Ist darin ein Telefon? Licht schaltet das erst einmal. Telefon? Hey, hörst doch ganz genau, dass da ein Telefon ist. Oh, ist er da wieder noch in so einem großen Haus, ne? Weil... Boah, wie das Licht immer da angeht. In einem großen Haus? Psst. Halt die Klappe, wer pst mit an? Wer mich nur... Einmal wer anpst. Der kriegt ihn mir zum Teil, sag's euch. Mit meiner Taschenlampe. Dem hau ich eine rüber mit meiner Taschenlampe. Hab's jetzt ein oder ausgeschaut? Ah, was ist Musik? Gib mal Ruhe da. Da ist schon mal kein Telefon in der Abstellkammer. Telefon? Ah, stimmt, da ist ein Telefon, ich weiß ganz genau. Zack, Licht an. Da, oder? Shit, meine Taschenlampen. Schön, das ist nicht das Telefon, was geleitet hat. Ah, es sind schon wieder so Schritte. Da ist auch nur ein Telefon. Grüß Gott. Aber glaube ich, entferne mich gerade von dem Telefon. Kann das sein? Ja, das kann sehr gut sein. Da wird es wieder lauter. Mann, ich weiß, da war wohl ein Zimmer mit einem Telefon. Aber ich finde es nicht mehr. Es wird wieder lauter. Hey, da müsste eigentlich jedes Telefon eine eigene Telefonnummer haben. Wisst ihr, was ich meine? Dass man da halt anrufen kann. Da ist ganz laut, aber... Da ist ja kein Telefon. Das heißt, es muss dann... Drama ist Licht auf, warum auch nicht? Oh, da ist ganz, ganz laut. Da ist doch wohl eine Tür, oder? Da ist eine Tür. Grüße. Nee, das ist kein Telefon. Grüße. Ich sage jetzt immer Grüße, wenn ihr Tür aufmacht, so aus Höflichkeitshalber. Dass mir die Linda nichts tut. Oh Gott, ich hab meine Taschenlampe. Leute, da war ich doch schon! Ich hab doch da schon Hall. Das ist nicht das Telefon. Ja, la 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 la. Ja, verrückt wieder irgendwer die. Möbel. Klingelt doch irgendwo ein Telefon. Ach wirklich? Nein, das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass da wo ein Telefon klingelt. Hallo? Da ist aber kein Telefon. Ah, kein Clown, du. Ich geh nicht, da war ich doch schon. Also irgendwo klingelt hier ein Telefon. Oh, da ist ganz laut.
Hallo? Ja? Ich hab doch schon Hallo gesagt. Muss ich da jetzt was machen, aber da ist nichts. Hey, muss ich da jetzt auf irgendeinen Jumpscare oder so warten? Wenn ja, auf das habe ich keinen Bock. Oder ist jetzt wieder anderes? Nee, ist wieder anderes Telefon. Okay. Gut, das Telefon ist weg. Wer hat das Telefon weg da? Hallo, find das nicht lustig. Kong Kong. Ich sehe heute schon wieder absolut gar nichts. Licht. Da drinnen ist... Die Tür ist sogar noch verschlossen. Seit wann ist denn da ein Telefon? Wird der zu lange umher geschickt? Hallo? Ja, hallo! Jetzt leitet kein Telefon mehr, oder was? Wo muss ich jetzt hin? Ich wäre dankbar für irgendeinen Hinweis oder so. Oder muss ich, glaube ich, nur mal zu dem Telefon da hin? Hm. Weil ich habe absolut keinen Schlüssel. Das ist halt voll ungut, weil... Ah, da läuft wieder ein Telefon. Hallo, kleine Statue. Da? Ah, okay, jetzt muss ich zu dem Telefon. Aber es ist eigentlich recht witzig. Oh nein, ich bin gar nicht da, wo ich gerade gedacht habe, dass ich bin. Da ist kein Telefon, verdammt. Es sind bei jedem Durchgang sind immer so Kleinigkeiten, was sie ver... Oh Gott, wo bin ich denn da jetzt? Ganz vergessen, dass es den Raum da gibt. Da ist aber ein Telefon. Da ist ein Schlüssel! Wenn jetzt irgendwas hinter mir steht... Das soll jetzt gewarnt sein. Ich mach die nieder, was immer da jetzt hinter mir ist. Vielleicht ist ja gar nichts hinter mir. Ich trau mich einfach mal langsam um. Ich schau vielleicht am Boden. Hua! Hey, ich bin so mutig. Scheiße, ich hab schon wieder kaputt. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Wo geht's da hin? Da geht's nirgends hin, oder? Kurz überlegen, da muss ich nicht rein. Ja. Dann besuchen wir mal unseren Kumpel wieder. Hey Kumpel! Wie geht's da? Hm? Alles klar bei dir? Ah, da sind die Streichhölzer. Aber ich brauche keine Streichhölzer. Ich werde mir diese Streichhölzer nie im Leben holen. Nie im Leben hole ich mir die Streichhölzer von dir. Oh, lalalala. Zack! Die Tür war ja offen. Ah, oh, da ist der Fernsehraum.
Aber die Tür war verschlossen. Und sie bleibt auch noch verschlossen. Blöder Clown. Komm schon, geh mal Lichtschalter. Schon wieder so Besenkammer. Gut, aber da muss jetzt eine Notiz sein oder unter anderem auch ein Schlüssel. Da ist nur eine Tür. Hä? Batterien! Oh, wie kann ich die übersehen? Okay, mir kommt das Ganze ganz, ganz komisch vor, Leute. Ja, Sasa. Hä? Was hat es eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Licht auf dem Gartentisch. Also, sie muss jetzt rausgehen. Okay, unser Kumpel ist noch immer da. Halt ja die Füße still, du kleiner Stinker. Gartentisch! Das heißt, ich muss jetzt wieder rausgehen. Und wer verrückt da immer die Möbel? Gartentisch! Aber es regnet wenigstens nimmer. Gartentisch, ein Licht auf dem Gartentisch. Ich hätte nicht einmal gewusst, dass wir einen Gartentisch haben. Eigentlich kann ja das. Also, ich sehe so halbwegs irgendwas, ja? Und deshalb werde ich jetzt versuchen, ein bisschen Licht zu sparen. Also, es muss irgendwo ein Licht sein. Da ist zum Beispiel. Okay, unsere Batterie, ich tue es mal nachfüllen. Es ist kein Licht, es ist nur ein heller Busch. Ah, es ist schon. Es ist ein Gartentisch da vorne. Hallo, Gartentisch! Okay, wir nähern uns dem Licht am Gartentisch. Was hat es mit diesem Licht auf sich? Na, ich hoffe, da ist, ist da eine Notiz oder so. Wenn jetzt irgendwas. Ihr Batterien sind da. Gib mir die. Danke. Das ist. Danke. Gut, dann kann ich ja jetzt einfach wieder reingehen, oder? Ich laufe mal ein bisschen. Aber gut, dass unser Kumpel da, den Typen, den wir da steuern, ne? Wissen wir eigentlich den Namen? Ich glaube nicht. Wir nennen jetzt einfach mal Hubert. Der Hubert gibt uns ja oft sehr gute Tipps, ne? Danke, Hubert, übrigens, weil. Ich weiß nicht, wie man auf das kommen sollte, dass man dann da einfach mal rausgeht. Ja, ist jetzt wieder die Frage, ob jetzt wieder ein Schlüssel. Gut, das Licht geht wieder mal an. Danke, Haus, dass automatisch das Licht angeht.
Ich versuche einfach einzureden, dass das so Bewegungsdinger sind, ne? Bewegungsmelder, Lichter, wie nennt man das? Ich hab keine Ahnung. So Sensorenlichter. Sensorenlichter? Na, Sensorenlichter heißt das, glaube ich, auf keinen Fall. Aber egal. Wurscht, ich reg dafür so. Kumpel, bist du noch da? Ich bin so beruhigt, wenn der immer da sitzt. Mit dem hat es doch irgendwas auf sich. Ich weiß es leider nicht. Und ich mag es auch nicht herausfinden. Wenn der einfach da sitzen bleibt, bin ich halbwegs glücklich. Also da drin war keine Tür da. Ich kann ja mal schauen, ob der Schlüssel da gleich passt für die Tür. Ja! Was ist das? Wie viel Speisen kann man hat denn die Tür? Die Tür, das ist... Das Haus, meine ich. Ist das Fisch? Boah, wisst ihr, wie das da stinken muss herinnen? Grausig. Das sind... Okay, ich hab die Matches aber voll. Ich merke mir jedenfalls, dass da so Streichhölzerinnen sind. Und wir lesen den Brief! Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Krähen vor dem Haus. Und die Vogelscheuche. Also die Vogelscheuche, ne? Die sieht man ja öfters im Ladebildschirm und wir wissen, dass sich draußen im Garten eine Vogelscheuche befindet. Also, ich mag es nur mal erwähnt haben, aber ist ein bisschen komisch, oder? Ja, das war Tag 7, Leute. Wir haben Tag 7 von 30 überstanden. Das ist ja immerhin schon mal was. Und Krähen vor dem Haus. Wir werden in der nächsten Episode wahrscheinlich wieder rausgehen müssen, schätze ich mal. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pineview Drive. Bis dahin, ciao.